Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen schönen Start in die neue Woche. Was war das gestern Abend für ein geiles Spiel? Und wahrscheinlich wird das sowieso eine der besten Erstrundenserien, die wir in den letzten Jahren überhaupt gesehen haben. Die Kings gegen die Golden State Warriors. Das Spiel war so geil, dass ich es mir gerade eben im All-Possession-Recap nochmal reingezogen habe. So viel Pace, so geile Quoten from Downtown. Eine geile Performance von De'Aaron Fox, eine geile Performance von Stephen Curry, auch wenn der am Ende des Spiels beide noch hergegeben hätte. Klay Thompson stark, Keegan Murray stark, viele Rollenspieler, die wirklich gute Sequenzen hatten. Und hey, keine Ahnung, also bisher hat mich, glaube ich, in diesen Playoffs kein Spiel so abgeholt wie dieses. 126 zu 125 gewinnen die Golden State Warriors am Ende. Dieses Duell, jetzt steht es 2-2, jetzt geht es zurück nach Sacramento. Wir wissen alle, was die für eine unfassbare Crowd haben. Die Fans dort sind wirklich special, muss man sagen. Es wird auch gerade viel über die Fans im Chase Center gesprochen und ich war ja selber schon viermal im Chase Center. Und ja, es ist nicht vergleichbar mit der ehrwürdigen Oracle Arena. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass sich das Publikum natürlich auch ein bisschen geändert hat, weil in San Francisco hast du einfach schon eher dieses gehobene Publikum, was nicht so aus den Sitzen fährt, wenn man das so formulieren kann. Und drüben in Oakland hast du halt einfach, ja, ein anderes Metier. Und die Preise waren auch anders. Und die Halle war einfach viel kompakter. Aber ich muss sagen, auch heute Nacht die Halle und die ganze Atmosphäre, Stimmung hat extrem viel Spaß gemacht. Das Spiel ging erstmal los und beide haben offensiv ein Feuerwerk abgefackelt. Also auch unter anderem, weil man einfach seinen Dreier getroffen hat. Die Warriors hatten dann eigentlich erstmal eine Führung mit 4-5 Punkten. Aber die Kings haben dann dieses erste Viertel gut geclosed. Ich glaube, es war dann ein Dreier, oder? Ich glaube, es war ein De'Aaron Fox Dreier, der sie dann das erste Mal in Führung gebracht hat. 32 zu 31. Es war, also vom Spielplan her war eigentlich relativ klar, die Warriors wollen einfach nur eins, und zwar, dass die Kings nicht in die Zone kommen. Da muss man übrigens auch sagen, ey, es gab, glaube ich, sehr, sehr oft keine 3 Sekunden, die gegen Kevon Looney gepfiffen wurden. Aber generell muss man sagen, auf beiden Seiten viele Non-Calls gestern Abend. Ich finde, das hält sich einigermaßen in die Waage. Aber das war schon geil. Also Kevon Looney hat sich eigentlich schon immer so an die Freiwurflinie geparkt oder ein bisschen dahinter und dachte sich so, okay, ist ein Bonus. Wenn du willst, dann nimm den Midrange-Jumper, was er ja auch ein paar Mal gemacht hat. Es hat genau, glaube ich, einmal hat er einen Mitteldistanzwurf getroffen in der zweiten Hälfte. Ansonsten, ne, wollte man einfach die Kings aus der Zone raushalten und auch so Spieler wie Sabonis gar nicht an ihre Spots kommen lassen. Weil wenn er einfach schon tief unterm Korb den Ball bekommen hat, dann hat man halt einfach gesehen, der spielt auch mit Kevon Looney Bullyball, da hat es noch Draymond mit am besten verteidigt. Auf der anderen Seite, die Warriors wollten das Spiel natürlich schnell machen, haben sehr, sehr viel mit dem Short Roll gearbeitet mit Kevon Looney. Das funktioniert dann einfach schon die ganze Serie über. Auch übrigens mal nochmal ein Lob an Kevon Looney. Ich kenne wirklich niemanden, der ein System so perfekt runterspielt wie Kevon Looney. Egal, ob das Rebounding ist, egal, ob das Pässe aus dem Short Roll sind, ob das Handoffs sind mit Klay Thompson, mit Stephen Curry. Der Typ ist so underrated. Das muss man einfach mal echt ganz klar sagen. Auch heute Nacht wieder 8 Punkte, 14 Rebounds und 6 Assists. Auch das war wieder ein bärenstarkes Spiel. Wenn er halt gegen Sabonis unterm Korb steht, dann fehlt ihm einfach irgendwie der Core und auch die Masse, um dagegen zu halten. Aber ansonsten war auch das wieder ein verdammt starkes Spiel. Ja, im zweiten Viertel kam dann ein bisschen der, ja nicht Turnaround, aber die Kings sind dann einfach verdammt gut drin gewesen im Spiel, auch unter anderem wegen Keegan Murray. Keegan Murray heute Nacht mit seinem Playoff-Breakout-Game, kann man fast sagen. 23 Punkte, 9 von 13, 5 von 7 from Downtown. Also war ja bisher in der Serie nicht wirklich angekommen, hat dementsprechend von Mike Brown auch nur wenige Minuten bekommen. Ich glaube sonst immer so um die 20 Minuten und hat die dann lieber auf die Spieler wie, ja, wobei heute Nacht, das hat sich eigentlich, Malik Monk hat dann, glaube ich, immer in den letzten Spielen immer ein paar Minuten mehr gehabt. Aber generell muss man sagen, die Rotation von den Kings gefällt mir extrem gut. Also auch von der Tiefe her. Du bringst von der Bank wirklich Spieler, mit denen du arbeiten kannst. Mit Davion Mitchell als Verteidiger, der auch offensiv mal kreieren kann. Malik Monk, Alex Len, bringst du einen Big Body rein für Sabonis. Also wirst du auch nicht irgendwie anders heißt. Lyles, der den Dreier treffen kann. Die Kings sind verdammt stark, Mann. Ich habe sie echt komplett unterschätzt. Aber für Keegan Murray auf jeden Fall Breakout-Game, würde ich sagen. In seiner
Rookie Season, genau. Erstes Jahr, darf man auch nicht vergessen. So ein bisschen der, wie sagt man, das Pendant dazu, der Gegenpart zu Keegan Murray war dann für mich bei den Golden State Warriors Klay Thompson. Auch der hatte ein verdammt gutes Spiel. 26 Punkte und mit Klay auf dem Feld stand man bei plus 22. Ich muss auch sagen, heute Nacht hat mir Klay mal wieder defensiv gut gefallen. Es gab diese eine Sequenz, wo er gegen Sabonis stand, hat dann zwar den Foul Call gegen sich bekommen, aber der hat sich einfach rotzfrech von Sabonis nicht wegdrücken lassen. Also Klay Thompson war halt wirklich mal einer der mit Abstand besten Verteidiger in der NBA. Und heute Nacht, Shotmaking hat mir super gefallen. Er hat seine Mitteldistanzwürfe getroffen, er hat seinen Dreier getroffen, er hat vor allen Dingen wichtige Dreier getroffen, 4 von 9 from downtown. Also das war ein verdammt gutes Spiel. Und dann endlich auch mal ein gutes Spiel von Jordan Poole. 22 Punkte, 8 von 15, 2 von 6. Auch wenn der am Ende, also am Ende waren die Warriors irgendwie im Kollektiv komplett am pennen, weil das Spiel war ja eigentlich schon so gut wie durch. Dann schmeißt, passt auf, kriege ich es zusammen, Jordan Poole schmeißt den Ball unnötig weg. Turnover, leichte Punkte für die Kings. Und dann gab es einen Illegal Screen für Kevon Looney, genau. Dann kam, glaube ich, der Stephen Curry Blackout mit dem Timeout und sie hatten keinen Timeout mehr. Und dann die für mich fast mit schlimmste Aktion war, die Shot Clock läuft runter und Steph hat noch unendlich Zeit. Also ich glaube, wenn er wirklich die Shot Clock komplett runterspielt, dann nimmt er in der letzten Sekunde den Wurf, der bounce dann vielleicht noch irgendwie auf den Ring, dann kriegen die Warriors vielleicht den Offensiv-Rebound, dann haben die, oder die Kings kriegen von mir aus auch den Ball, dann hätten sie maximal noch irgendwie 3 Sekunden. Und Steph kommt irgendwie auf die Idee, dann früh zu attackieren, mit 10 Sekunden noch auf der Shot Clock einen Floater zu nehmen, der daneben geht. Also das war ganz, ganz wild. Und am Ende hatten dann auch die Kings die Möglichkeit, über Harrison Barnes dieses Spiel noch zu gewinnen. De'Aaron Fox, der da vorne einen Klatsch-Dreier getroffen hat. De'Aaron Fox haben wir heute noch gar nicht drüber geredet. 38 Punkte, 14 von 31. Der Kerl ist komplett hot reingestartet. Hat dann ein bisschen nachgelassen, aber das ist einfach ganz normal. Das war halt auch eine unglaubliche Pace. Und war am Ende dann wieder da. De'Aaron Fox, Riesenrespekt für deine erste Playoff-Serie. 38 Punkte, 14 von 31, 4 von 11. Das war wieder ein bärenstarkes Spiel. Ja, am Ende. Klar wäre es am schönsten gewesen, wenn De'Aaron Fox wahrscheinlich diesen Wurf genommen hätte. Sie haben dann aber Harrison Barnes wirklich extrem gut freigespielt bekommen. Der hat den Wurf gegen sein ehemaliges Team und macht ihn nicht. Und dann kommen die Dubs am Ende da wirklich mit einem blauen Auge davon. Super intensives Spiel. Draymond kam von der Bank, hat das selber mit Steve Kerr besprochen. Dadurch war natürlich das Spacing bei den Golden State Warriors in der Starting Five ein ganz anderes. Wenn du mit Draymond und Kevon Looney gemeinsam spielst, dann hast du dementsprechend natürlich weniger Spacing. Hatte auch ein gutes Spiel, muss man sagen. 12 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists, ein paar verdammt starke defensive Sequenzen. Das Einzige nur, 3 von 14. Also Draymond hat Green nicht einen Dreier getroffen? Oder stand er da mit dem Fuß auf der Linie? Ich bin mir zu 100% sicher, dass er doch einen Dreier genommen hat und hat den getroffen. Okay, Draymond hat halt viel zu viele leichte Layups liegen lassen. Also die Warriors haben das im Short Roll so oft so gut gespielt und damit haben die Kings auch mit Abstand am meisten Probleme und Draymond hat da wirklich sehr, sehr viele Dinger liegen lassen. Ja, ansonsten kam von der Bank relativ wenig Gary Payton wieder zurück nach Erkältung. Dementsprechend auch nur 7 Minuten gespielt. 2 Punkte hat jetzt keinen großen Einfluss, genauso wie Moses Moody, DiVincenzo wieder 4 Assists gespielt. Also der gefällt mir einfach generell von der Übersicht her ganz gut. Wiggins! Ich hätte beinahe Wiggins vergessen. Der spielt immer so kontrolliert und so fast schon unsichtbar. 18 Punkte, 7 von 12, einen Dreier gemacht und vor allen Dingen ein paar brutal defensive Sequenzen. Also am Ende dann auch 4 Blocks, ja. Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, diese Serie ist der absolute Hammer. Bei den Kings vielleicht einen, den man jetzt kritisieren kann in dieser Serie, ist mittlerweile echt Kevin Huerter. Also ich glaube, wenn man diese Serie gewinnen möchte, dann muss von Kevin Huerter einfach mal mehr kommen. 2 Punkte ist wirklich sehr, sehr wenig. Hat sich auch das ein oder andere Mal von Stephen Curry richtig abkochen lassen. Ja, gut Leute. Ihr merkt es, ich bin immer noch elektrisiert. Die letzten Tage sind auch irgendwie intensiv. Ich merke langsam, der Schlafentzug, der kickt richtig rein. Ich freue mich jetzt einfach. Wir können mal kurz reinschauen, wann das nächste
wann das nächste Spiel ist. Das habe ich nämlich noch gar nicht abgecheckt. Von... Oh, Alter, müssen wir jetzt echt 3 Tage warten. Von Mittwoch auf Donnerstag. Okay. Das haben wir heute... Oder warte mal, bin ich schon richtig? Ja, heute Nacht spielen die Heat gegen die Bucks auch geil. Ich hab's übrigens gestern nicht geschafft. Hey, ich bin gestern irgendwann um 2 oder sowas bin ich weggepennt und hab dann 3 Stunden geschlafen und dann, ey, bin ich irgendwie gar nicht mehr klargekommen. Dann die Lakers gegen die Grizzlies, 4. Spiel. Die Celtics können den Sack zumachen am Mittwoch, genauso wie die Denver Nuggets, genauso wie die Phoenix Suns. Also da haben wir gleich 3 Serien, die auf einmal zugemacht werden können. Am Donnerstag haben dann die Knicks die Chance, das Ding zuzumachen. Ja, und dann tatsächlich, es geht erst am Donnerstag weiter mit dieser Serie. Alter, 3 Tage warten. Naja, so, jetzt bin ich aber raus. Danke fürs Reingucken. Euch allen eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.